Willkommen zu Kita Today, unserem fast werktäglichen Kita-Format. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus von den Kita-Rechtlern und wir schauen natürlich auch immer ganz genau auf die Entscheidungen zum Datenschutz, was sich da so tut und was da für unsere Erzieher, Kita-Leitungen, Kindergärten, für die Trägerverantwortlichen sich da so Wichtiges tut und was man da am besten auch beachten sollte, damit einem eine Fotoerlaubnis nicht zu einem späteren Zeitpunkt um die Ohren fliegt. Und da gibt es eine neue Entscheidung eines Oberlandesgerichts. Und das besagt eigentlich, oder die bestärken nochmal das, was wir eigentlich auch schon immer wieder gesagt haben, nämlich was, Frau Kollegin Trenner? Hallo, genau. Nele Trenner bin ich auch von den Kita-Rechtlern. Und diese Entscheidung besagt, bei gemeinsamem Sorgerecht müssen beide Eltern zustimmen. Das sage ich tatsächlich auch immer in den Fortbildungen, wobei ich dann immer groß angeguckt werde, ob denn wirklich immer beide. Und im Vertrag steht doch möglicherweise, dass man sich gegenseitig berechtigt dazu, solche Erklärungen abzugeben. Nein, trotzdem. Es ist eine wirklich wichtige Entscheidung, ob Kinder fotografiert werden, ob Kinder dann irgendwo im Internet auftauchen. Und deswegen müssen da beide Eltern zustimmen. Und wenn einer sich verweigert, nicht sich dazu erklärt, dann kann man keine Fotos machen. Dann geht das nicht, sondern man muss dann darauf achten, dass man das beachtet. Wobei es wichtig ist, und das war die OLG-Entscheidung, dass sich die Eltern eben einigen trotzdem. Das heißt, sie müssen sich irgendwie gegebenenfalls vor dem Familiengericht gegenseitig in Anspruch nehmen, damit diese Entscheidung getroffen wird, dürfen Fotos gemacht werden oder nicht. Das heißt, wenn Mama und Papa sich nicht einigen, dann müssen die das untereinander ausmachen, um dann den Kita-Träger oder der Kita-Leitung eine gemeinsame Entscheidung irgendwie zu unterbreiten. Das bedeutet aber auch, wenn ein Papa, ein gemeinsamer sorgeberechtigter Papa mit der Kindsmutter, wenn der nicht greifbar ist, dann ist es halt erstmal so, das ist zu akzeptieren. Und um sich das selber so ein bisschen herzuleiten, warum hier die Gerichte sagen, es müssen gegebenenfalls beide einwilligen, beide unterzeichnen. Naja, sie sagen eben, es ist eine so wichtige Entscheidung. Unwichtige Entscheidungen, da reicht meistens die Entscheidung eines Elternteils. Also wird Milch oder Tee getrunken, Tee ist jetzt ein doofes Beispiel, aber egal, wird ARD oder ZDF geguckt, wird überhaupt ferngeguckt. Das sind alles Sachen, das kann jemand, bei dem das Kind gerade aktuell ist, alleine entscheiden. Aber Geschichten wie Religion, Geschichten wie welche Schule besucht werden soll, gegebenenfalls sogar welche Kita besucht werden soll, aber auch die Frage, wird von dem Kind womöglich eine Aufnahme angefertigt und die millionenfach über die sozialen Medien im Internet verbreitet, da sagen die Gerichte, weil man das eben nicht abschätzen kann, wichtig, wichtig, wichtig und wir brauchen die Entscheidung von beiden Sorgeberechtigten. Das heißt, ein bisschen mehr Aufwand entsteht da für alle in der Kita Beschäftigten, aber es dient ja auch am Ende dem Schutz des Kindes. Und hier ist total wichtig, dass die Eltern mit einer Stimme sprechen. Morgen geht's weiter.